Im heutigen Video ziehen wir den neuen Sternzeichen-Skin. Aber ich würde sagen, bleibt bis zum Ende dran, weil was StumbleGuys hier mit uns gemacht hat, ist noch nie in einem Video passiert. Lasst einen Like und ein Abo da. Etwas Großes kommt in Fortnite rein. Ich habe gerade gestartet und sehe das hier. Something big is coming. Mit irgend so einem Schatten und weißen Augen, Leute. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Denn heute will ich auf jeden Fall die letzten SpongeBob-Skins haben. Und wir haben ein neues Glücksrad. Astro Sagittarius. Sagittarius ist, glaube ich, Schütze als Sternzeichen. Wer von euch Schütze ist, dann lässt mal gerne ein Like da. Und wer mir die Haare schneiden kann, lässt mir auch gerne ein Like da. Ich würde sagen, wir gehen aber erstmal rein ins kostenlose Glücksrad. Und dann gucken wir mal, ob wir den Weltrekord schaffen. Wie schnell wir den Astro-Skin ziehen werden. Das ist leider nicht ein Special-Skin. 5 Juwelen. So, jetzt passt mal auf, Leute. Wir müssen hier nämlich noch die letzten SpongeBob-Skins ziehen. Zuerst einmal holen wir uns die da, weil hier fehlt uns etwas. Jawohl! Jawohl! Wir haben ihn, Leute! Endlich den normalen SpongeBob... Ey, Junge, warum gehst du weiter? Ich wollte erstmal meinen Sieg hier genießen mit dem SpongeBob-Skin. Wir haben ihn endlich gezogen. Geil, Digga. Dann können wir 2 neue Skins heute direkt spielen. Und dann holen wir uns nochmal hier eine. Bei dem anderen Paket ist ja der Special drin. Den haben wir noch nicht gezogen. Den... Guck mal. Ey! Ey! Wir brauchen nur noch den Special Skin, Freunde. Guck mal jetzt bei dem anderen. Wo haben wir das denn hier? 75 Juwelen kommen schon. Hoffentlich ziehen wir hier jetzt dann... Wow! Mal 15 plus 15 ist wild. Den haben wir leider schon. Ey, plus 15 ist richtig crazy. Wir haben jetzt fast die Hälfte von dem Skin durch. Wir haben noch ein Paket, was wir kaufen können gleich mal. Mal gucken. 71, okay. Alter, nein, den Burger-Skin und plus 40 Krabby Patties. Wir sind jetzt bei über der Hälfte bei dem Skin. Aber es gibt noch das Paket hier für einen 5er. Hier kriegen wir nämlich auch einmal diese SpongeBob-Gewinnkiste mit vielleicht dem Special-Skin drinne. Wenn wir es so mal 50 oder so kriegen würden. Alter, ciao, miau. Jetzt, Leute, zack, ist gekauft. Und bitte, gönn uns bitte ein bisschen Glück, Freunde. Wir kommen gleich zum Glücksrad. Er gibt uns den gleichen, wie gerade eben. Duplikatbank. Wir haben gleich 1000 Duplikate Stumble Tokens. Es ist eine Verarsche. Ich sage euch, wie es ist. Es ist eine Verarsche manchmal. Haben wir alles durchgekauft? Yep, das sieht danach aus. Alles haben wir aus dem Shop. Wir drehen nochmal das kostenlose Glücksrad, Leute. Das empfehle ich euch auch, weil das kann man immer zweimal drehen. Das lohnt sich wirklich, meiner Meinung nach. Und wir kriegen 5 Tokens. Ist das euer Ernst, Stumble? Stumble Guys. Das kann nicht sein. Gib doch mal jetzt hier ein bisschen mehr Juwelen oder so. Okay, 150. Sag mir nicht wieder, wir werden hops genommen. So, Leute. Und jetzt kommen wir gleich mal zu dem neuen Astro Sagittarius Rad. Zuerst aber will ich den neuen SpongeBob Skins spielen, weil ich den noch nicht gespielt habe. Und dann kommen wir zum neuen Schützenrad mit dem neuen Skin. Da ist er, Freunde. Der ganz normale SpongeBob, den spiele ich zum allerersten Male so richtig in StumbleGuys. Es gibt doch 2 neue kleine Turniere, UFO-OMG und legendäres Blockbash. Und bei den Events auf dünnes Eis, Drutanlauf. Oh, lass mal Drutanlauf machen. Was können wir denn da freischalten? Da kriegt man ja SpongeBob-Boxen. Lul, dann machen wir das. Lol, die allererste Map ist einfach Stumble Trouble, Leute. Wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal mit SpongeBob spielen und dann kommen wir zum neuen Glücksrad. War das gemütlich oder special? Ich weiß gerade gar nicht. Ne? Nein! Okay, das... Nein! Nein! Boom! Nichts kann uns hier... aufhalten. Oh mein Gott. Bro, ich flieg heute nicht runter, Leute. Ich flieg heute nicht runter in StumbleGuys. Das ist ja geisteskrank. Ey, ich muss sagen, der SpongeBob-Skin sieht echt cool aus. Das ist ein easy, ganz normaler SpongeBob. Das schaffen wir. Wir fallen hier nicht runter heute. Ich guck mal. Bro. Entschuldigen Sie. Der Skin gefällt mir. Das ist einfach ein... Ey, ein ganz normaler SpongeBob-Skin. Und der gefällt mir halt richtig, richtig gut. Ich glaube nur, dass die Arme von SpongeBob sind aber ein bisschen dick, ne? Ist das euch mal aufgefallen? Das sind richtige brachiale Hände, Junge. Also Arme. Und diesmal befinden wir uns bei der Other Side. Also ich gebe dem Skin eine gute Bewertung, Freunde. Der gefällt mir echt gut. Das Einzige, was ich geändert hätte, wären tatsächlich so ein bisschen die Hände, ne? Also da hätte ich mir gewünscht, dass sie so ein bisschen dünner sind, wie bei SpongeBob, weil es sieht ein bisschen komisch aus. Okay, schaffe ich nicht, bin tot. Okay, aber nicht so schlimm. Der Skin kriegt von mir eine 9
8,8, Freunde. Richtig, richtig geil. Überleg mal, SpongeBob-Kollabo haben wir einfach bekommen. Das ist schon krass. Muss ich ehrlich sagen, da hat Stumblegeist was Gutes gemacht. Mr. Krabs ist ja so ein kleiner Hacker-Skin, weil er ja so richtig klein ist. Und danach will ich das kostenlose, nein, nicht kostenlos, das Sagittarius-Rad drehen, das ein paar Juwelen kostet. Ey! Guck mal, wie viele die SpongeBob-Skins jetzt haben. Guck mal, da ist einer. Warte mal, wie viele SpongeBob-Skins haben wir hier? 1, 2? 2 Stück? Nein, schaffe ich nicht, Lummkopf. Nein, nein. Was? Oh mein Gott, hätten wir das geschafft, das wäre geisteskrank. Hätten wir das geschafft, Digga, dann wäre Chaumiau gewesen. Guck mal, einige SpongeBob-Skins tatsächlich am Start. Richtig viele. Ich glaube auch, die meisten kriegen jetzt den SpongeBob-Skin hin, weil wenn man jeden Tag das Ding aufmacht, die Kiste, dann müsste jetzt eigentlich der Zeitraum sein, wo man wirklich den Skin ziehen kann. Oh, ich muss aufpassen. Weißt du, schaffe ich das? Ja, easy, easy, easy. Ist ein gutes Spiel. Nein. Nein! Okay, ich, jawohl, ich bin im Finale. So, erstes Finale mit dem SpongeBob-Skin. Wir beruhigen uns. Aber ich habe gerade gesehen, ich habe meine Emotes gar nicht dabei, ne? Ich verstehe nicht, warum Stumblegeist immer meine Emotes raushaut. Jedes Mal. Okay, jetzt muss ich konzentrieren. Also ein SpongeBob ist auch dabei. Ah, guck mal, die Beine sind auch echt dick geworden, muss ich sagen. Aber nun gut, egal. Wir konzentrieren uns auf den Sieg. Oh mein Gott. Okay, dieser Dev-Skin, der ist ein richtiger Assi, Leute. Dieser Dev... Oh, jawohl! Box ihn bitte um, Bro! Box ihn um, Bro! Der Dev-Skin, das ist ein richtiger Assi. Von dem müssen wir uns jetzt fernhalten. Freunde, wünscht mir Glück. Wir holen zusammen jetzt vielleicht gemeinsam den Sieg. Komm, wir machen mal hier so ein... Das ist ein Assi. Okay, wir gewinnen ohne Emotes jetzt. Und danach geht's ab in das neue, komplette Glücksrad. Guck mal, guck mal. Habt ihr gesehen? Habt ihr den kleinen... Okay, nur noch er ist drin, ne? Nur noch er. Wir gewinnen das. Ohne Emotes. Ich sage euch auf Ansage. Ohne Emotes, Leute. Warte, schaffe ich nicht. Ich muss hier lang. Guck mal, hier. Jawohl! Da ist der Sieg. Jawohl. So sieht's aus. Ganz entspannt mit dem neuen SpongeBob-Skin. Und jetzt gehen wir ins kostenlose Glücksrad rein. Darauf freue ich mich sehr, Freunde. Weil das ein komplett neuer Skin ist. Und wie viel haben wir jetzt hier bekommen? Erstmal die Belohnungen kurz abholen. Ganz, ganz wichtig. Hier, hol dir die Belohnungen ab. Nochmal Belohnungen ab. 15. Ja, man muss halt schon ein bisschen spielen, ne? Ich bin jetzt erst bei der 3 hier. Ich würde jetzt zum Beispiel beim nächsten Win hier locker diese SpongeBob-Gewinnkiste kriegen. Astro Sagittarius Glücksrad kostet 120 Stumble-Juwelen. Und mal gucken, Countdown läuft. Ach so, man zieht den direkt. Alter, mythisch mal 50 Obsidian Dark Peely, das ist geisteskrank. Komm schon, Bro. Ich will den in den ersten 10 Spins ziehen. Okay, wieder nicht. Wie lange brauchen wir den Skin zu ziehen? Es sind jetzt, glaube ich, schon 10 Sekunden vorbei. Bisschen mehr als 10 Sekunden, glaube ich. Okay. Komm, Bro, komm, Bro, komm. Hä? Wie viel Prozent waren das? 2 oder 3% müssten das gewesen sein. Nee, auch nicht. Und wir vergleichen den ja auch mit den anderen Sternzeichen-Skins, ne? Also es gibt ja auch schon noch andere Sternzeichen-Skins. Und mal gucken, welcher der beste ist. Der beste meiner Meinung nach ist der Skorpion und der Krebs. Die sind beide fast gleich auf, wobei ich sagen muss, der Skorpion ist noch mal ein bisschen cooler als der Krebs-Skin. Würde ich jetzt mal behaupten. Ey, Digga! Will der Skin überhaupt noch kommen? Was ist mit dem Skin los? Ist euch gerade bewusst, dass wir gerade eben mal 50 Obsidian Dark Peely gezogen haben? Das ist krass. Im zweiten oder dritten Spin. Das ist richtig heftig. Hey. Yeah. Komm schon! Dann kriegen wir jetzt den Skin. Ich finde es auch richtig blöd, dass sie zwei Skins reinhauen, die man schon hat. Wisst ihr, wie ich meine? Da ist ja nur ein Skin dabei, den man neu ziehen kann. Der Sagittarius. Und das war's. Die anderen zwei habe ich schon. Dann hätten die auch neue reintun können, meiner Meinung nach. Leute, ich will Weltrekord machen. Nee. Man muss auch sagen, für 120 Samba-Juwelen geht das echt fit. So langsam raste ich... Ey, beruhigen Sie sich, Seville. 2% Wahrscheinlichkeit. Eher 0,2%. Ey. Wieder nicht gezogen. 20 Mal das Glücksrad gedreht. Werden wir heute den Skin überhaupt noch ziehen?
Und wie lange wird das dauern? Mal 5 Wooly, wen juckt denn den Wooly-Skin, Leute? Wen juckt der Wooly-Skin? Wisst ihr, wie ich meine? Wen juckt der Wooly-Skin? Ey! Komm schon, Bro. Und wieder an uns dran vorbei. Wird das der schlechteste Rekord, den wir jemals gemacht haben? Ich dachte jetzt, ich starte das Video, ich mache Weltrekord. Ich ziehe den Skin in 2 Spins oder im ersten Spin. Wir haben jetzt über 25 Mal schon gedreht und er ist mythisch, der Skin. Wenn ich das jetzt auch mal verstehe. Hey. Mal 80, ich wollte schon sagen. Mal 80 schwieriger als Singer zu kriegen. Mythischen neuen Skin oder was? Habt ihr gesehen, dass die Glücksräder auch so ein bisschen schief und schräg sind? Guck mal hier. Man, die sind so schräg und so, Bro. Jetzt müssen die mal fixen. Aber ich frag mich auch, dieses Teil, was am Anfang ja kam, ne? Schon wieder mal 50 oder 30 Mal gedreht. Was da ja dran stand, etwas Großes kommt auf uns zu. Da bin ich echt gespannt, was es sein wird. Eins von dem mythischen Skino. Was ist hier gerade passiert? Was könnte es sein, was denn neu ist? Wir haben jetzt die neuen Workshop-Maps bekommen. Wir haben Kreativmodus bekommen, okay? Was ganz cool ist. Dazu kommt auch noch ein extra Video zu den Kreativ-Maps. Wir haben ja schon ein Video aufgenommen mit den Kreativ-Maps. Da haben wir gegen einen Stumblegeist-Profi gespielt. Da haben wir auf so einer Map gespielt von Nuno. Der hat ja verschiedene Maps gemacht. Und die waren richtig, richtig schwer. Aber wir ziehen nichts. Hey, Manu. Okay, also nach dem 10-mal Drehen haben wir 40 Mal gedreht. Ja! Nein! So langsam rege ich mich auf. Ich zweifle wirklich gerade dran, ob jemand unseren Account irgendwie manipuliert hat, dass wir Pech haben. 40 Mal gedreht. Nach den 10 Mal haben wir 50 Mal gedreht. Digga. Das kann es keinem erzählen. Wie viele Stumble-Juwelen haben wir jetzt schon geopfert? Über 6.000 Stumble-Juwelen haben wir jetzt ausgegeben. Für gar nichts. Für doppelte Skins. Ja, das kann doch nicht sein. Ich werde gerade von vorn bis hinten verarscht. Und die Zeit läuft doch immer. Bei wie viel sind wir jetzt? Bei... Lass mich nicht lügen. Also, ich drehe schon locker 5 Minuten das Glücksrad. Bro. Bro. Irgendwas stimmt hier nicht. Komm. Leute, ist das normal? Ey, und wenn der Skin nicht gut aussieht in der Runde, dann hagelt's aber. Ich drehe hier wirklich gerade richtig oft. Nach den 10 Mal habe ich 70 Mal das Glücksrad gedreht. Also, ich weiß nicht. Ihr werdet gerade Zeuge eines Glücksrads, wo wir komplett hops genommen werden gerade. Und das ist nicht mein Special Skin. Dicker. Dicker. Euer Ernst? Ey, wenn denn jemand schon gezogen hat, schreibt immer. Ein davor. Beziehungsweise ein danach. Alles klar, Bro. Dicker. Reicht. Leute, nee. Ihr werdet gerade wirklich Zeugen eines kompletten Hops-Videos. Bro, das ist ein mythischer Astro-Skin. Willst du mich verkackeiern? Ey, nachdem sind wir bei 80 Mal drehen. Ich habe gleich keine Stumble-Juwelen mehr gefühlt. So, wir sind bei 81 Mal drehen. Soweit ich weiß. Wenn ich richtig gezählt habe. Hey. Wie lang soll das Video gehen? 88.000 Minuten. 89.000 Minuten. 90.000 Minuten. Irgendwas stimmt hier nicht. Leute, was ist das? Ich kann es gerade gar nicht glauben, was hier gerade passiert. Haben wir jemals so lange für einen mythischen Skin gebraucht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, mein Freund. Als ob wir gleich nach dem... Ey. Das sind jetzt 90 Mal. Gleich 91 Mal. Wir haben gleich 100 Mal das Glücksrad gedreht. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Für einen einzigen Skin. Nee. Wenn wir vor den 100 Glücksrädern das nicht ziehen, dann ist es wirklich ein Hops-Video. Unser Account wurde irgendwie gerickt. Irgendwas wurde verändert.
guck mal. Leute, sorry, aber bitte. Was? Es reicht. Noch nie ging der Timer, glaube ich, so lang. Bro! Bro! Wir sind gleich bei 100. Wir sind angekommen bei 100 Mal. Das ist ab jetzt 100 Mal das Glücksrad gedreht. Für diesen mythischen Schützenskin. Sternzeichenskin. Nee, 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 nee. Nee, nee. Also Leute, ihr seid gerade wirklich Zeugen eines YouTubers, der hops genommen wird. Eines YouTubers, der hops genommen wird. Das hatte ich noch nie. Nein, nein, nein. Das hatte ich noch nie. Ich kann es gerade Real Talk nicht fassen, ne? Ich kann diesen Mammut und diesen Peel nicht mehr sehen. Die wollen mir alles Dumbledore-Juwelen wegnehmen. Alles, was ich mir hier aufgebaut habe. Mit euch zusammen. Nee, nee. Leute, das ist nicht normal. Nee. Nee. Irgendwas läuft hier ganz gewaltig schief. Bro, reicht! 11 Mal! Nee. Ich mach so lang weiter, bis ich den Zügen, mir egal. Ja! Ich kann das Glücksrad nicht mehr sehen. Meine Augen gehen die ganze Zeit mit. Jetzt backt es auch noch rum, man hört es doppelt. Dicker, 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 dicker. Leute, tut mir leid. Ich hätte es für euch direkt gezogen, aber wir werden hops genommen. Das bleibt im Video drin als Beweis. Das bleibt uncut, das Glücksrad. Das bleibt uncut. Also, gut. Dann bleiben wir bis morgen hier. So, dann 12 Mal gedreht, beziehungsweise jetzt bei 120 Mal drehen. Noch nie habe ich für ein Glücksrad für ein Skin so lange gebraucht. Das ist das erste Mal nach den ganzen StumbleGuys-Videos. Digga, ich glaub's nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sorry, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich rede jetzt nicht mehr. Dann müsste der jetzt kommen, wenn ich jetzt nicht... Ja! Endlich! Weg mit dir! Wie lange haben wir gedreht? Wie lange haben wir gedreht? Über 120 Mal. Wie lange haben wir gebraucht? Über 10 Minuten. Wenn der Skin nicht gut ist, raste ich aus. Ich raste aus. Das war der Krebs-Skin, der Löwe-Skin, der Jungfrau-Skin, der Waage-Skin, der Skorpion-Skin, mein Lieblings-Skin. Wo ist der? Hä? Wo ist der Skin? Und das ist der Schütze-Skin. Also, hier ist er. Wir haben so lange für den Skin gebraucht. Und ihr müsst... Und ich fliege direkt mit dem Skin raus. Mit dem anderen Skin bin ich nicht rausgeflogen. Muss ich ehrlich an der Stelle mal sagen. Und ihr bewertet auf jeden Fall mit, Freunde, wie ihr den Skin so findet. Und ich muss jetzt sagen, auf den ersten Blick hat sich das meiner Meinung nach... Hat sich das gelohnt? Was ich cool finde bei dem Skin ist der Bogen. Der ist stabil. Der gefällt mir, der Bogen. Guck mal. Vorne, wie sieht der vorne aus? Der hat irgend so ein komisches Bart. Also so Schütze ist ja Mensch und Pferd und keine Ahnung was zugleich. Keine Ahnung. Oh, lohnt der sich? Schwierig. Ja, ich finde den schon ganz gut. Jawohl, wir bekommen Teilvoll. Haben wir so lange nicht mehr gespielt, Teilvoll. Aber wir kommen mal zum Skin. Es geht um den Skin heute. Der sieht cool aus. Er lohnt sich meiner Meinung nach. Vor allem diejenigen... Digga. Vor allem diejenigen, die von euch Schützen sind. Da lohnt es sich auf jeden Fall, den Skin zu holen. Wenn ihr ein bisschen mehr Glück habt als ich, was ich euch wirklich gönne, Freunde. Weil ihr habt es ja gerade gesehen. Ich hatte überhaupt gar kein Glück mit dem Skin. Und wir kommen jetzt mal zur Bewertung. Die haben den Mr. Krabskin noch immer nicht geändert. Der ist noch immer gleich klein geblieben. Ich hau jetzt jeden um. Wir hauen jeden um aus Frust wegen dem Glücksrad, Leute. Das muss ich jetzt hier rauslassen. Wir haben so lange dafür gedreht. So. Also, der Skin ist gut. Er ist nicht der beste Sternzeichen-Skin, aber auf keinen Fall der schlechteste. Ich mag hinten diesen Bogen. Kleines Detail. Die Details sind tatsächlich auch ganz gut. Die Haare finde ich richtig cool, Freunde. Erinnert mich so an Dragon Ball, so Super Saiyan-Haare. Und man erkennt auf jeden Fall, dass es ein Schütze-Skin sein soll. Der Skin kriegt von mir eine 9,5. Auf jeden Fall. Guter Skin lohnt sich. Außer ihr braucht so lange wie ich, dann weiß ich nicht, ob sie... Tut mir leid, Mr. Krabs. Ich habe nicht genügend Krabbenburger für dich gemacht. Nein, nein, nein.
Nein. Hä? Warum ist der SpongeBob nicht runtergefallen? Was sagt ihr zum Skin, Freunde? Schreibt mal bitte eure Bewertung in die Comments, wenn ihr darauf Bock habt. Die sind nicht schlecht, die Leute. Oh, oh, oh. Die sind echt ganz gut. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht runterboxt. Okay, der ist weg. Oh nein, oh nein. Ich bin raus. Das Game hat mich hops genommen. Checkt gerne diese Videos hier aus, Freunde. Das war's vom Video. Ich bin raus. Bis dann und ciao, ciao.